du uns eine Geschichte vorlesen, Mama? Ja, lies uns eine Geschichte. Okay, ihr zwei, kuschelt euch ein, schließt die Augen und ich lese euch die Geschichte von Rotkäppchen vor. Yay! Rotkäppchen ging eines Tages hinaus. Aha, aha. Sie ging zu Oma weit weg. Sie ging einen Weg durch den tiefen Dunkelwald, um so schnell wie möglich zu Oma zu kommen. Aha, aha, aha. Großer, böser Wolf kam in Sicht. Aha, aha. Er hob seinen Hut und fragte, wie geht's? Sie sagte, meine Oma geht's nicht gut, ich bringe ihr Kuchen, damit sie wird gesund. Aha. Sagte Rotkäppchen, ich muss laufen. Aha, aha. Ich werde um 1:30 bei Oma erwartet. Aha, aha. Sie sagte, auf Wiedersehen. Und ging weg. Doch der Wolf wusste einen kurzen Weg. Aha, aha, aha. Großer, böser Wolf kam zu Omas Haus. Aha, aha. Die arme Oma war ganz allein. Oma, geh in den Schrank, sagte er, dann zog ihre Kralle an und sprang ins Bett. Aha, aha, aha. Dann kam Rotkäppchen herein. Aha, aha. Liebe Oma, ich kam so schnell, wie ich konnte. Aha. Der Wolf sagte, Liebling, komm mal her. Doch das Mädchen wusste, dass etwas nicht stimmt. Aha, aha, aha. Oma, was für große Ohren du hast. Aha, aha. Oma, was für große Augen du hast. Aha, aha. Oma, was für große Zähne du hast. Der Wolf sagte, damit dich besser zu fressen. Aha. Rotkäppchen rief. Aha, aha. Ein Jäger, der im Wald war, hereinließ. Er packte den Wolf und steckte in den Sack. Und großer, böse Wolf kam nie zurück. Aha, aha, aha. Wir sind gerettet, sagte kleine Mädchen. Aha, aha. Und sie half Oma ins Bett zurück. Aha. Fröhlich die leckeren Kuchen und so endet unsere Geschichte. Da war ein kleiner Junge und sein Name war Jack. Er lebte mit seiner Mutter in einer kleinen alten Hütte. Jack fragte seine Mama, wieso sind wir arm? Ein Riese kam und brach unsere Tür auf. Er stahl alles, was wir hatten, er stahl alles, was wir hatten. Jack, wir müssen unsere Kuh verkaufen. Ab zum Markt, du solltest jetzt gehen. Also nahm Jack die Kuh und ging die Straße hinunter, wo er einen Mann traf, der eine schwere Last zog. Das ist eine tolle Kuh. Er sagte. Das ist eine tolle Kuh. Er sagte. Ich kaufe deine Kuh für magische Bohnen. Die schönsten Bohnen, du hast je gesehen. Abgemacht. Und Jack lief nach Hause, als Mama sah die Bohnen, sie ächzte und stöhnte. Aus dem Fenster, sie flogen, aus dem Fenster, sie flogen. Sobald die Bohnen auf dem Boden landeten, begannen sie ein lautes Rumpeln zu machen. Aus dem Boden wuchs eine Bohnenstange, bis zu den Wolken und dann hindurch.
durch. Der Stängel hinauf, Jack stieg, Jack stieg. Der Stängel hinauf, Jack stieg. Durch die Wolken und durch den Himmel. Jetzt war Jack sehr, sehr hoch. Er kam zu einer Tür in einer dunklen Wolke mit einem Schild, das sagte: Keine Kinder erlaubt. Jack ging einfach durch, ging durch. Jack ging einfach durch. In ein Schloss führte diese dunkle Tür und junge Jack eilte durch den Flur. Ein riesiges Zimmer fand er, dann hörte er ein unheimliches Geräusch. Die Schritte eines Riesen. Die Schritte eines Riesen. Wenn ich dich einem kleinen Jungen. Diese böse Riese, er dröhnte und dröhnte. Jack flog aus diesem Raum. Zurück den Weg, er kam, zurück den Weg, er kam. Nach Jack jagte die Riese, er jagte Jack durch die ganze Gegend. Als auf einmal, hurra, hurra, kamen Gigi und Noah, um den Tag zu retten. Die froren den Riesen ein wie Stein, sie froren den Riesen ein. Zu Bohnenstange Jack rannte schnell und dort fand er einen Sack voll Gold. Das Gold seiner Mama, das der Riese stahl, so vielen, vielen Jahren vor. Den Stängel hinunter, Jack flog, den Stängel hinunter, Jack flog. Er griff nach einer Axt, als er am Boden aufkam. Hack, 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 der Stängel runterkam. Mama, wir sind reich, das sagte er. Und Jack gab seiner Mama den Sack voll Gold. Glücklich bis zum Ende, sie lebten, glücklich bis zum Ende, sie lebten. Oh je, ich bat Huggy und Buggy, ihr Zimmer aufzuräumen, bevor sie zum Spielen gingen. Diese Kinder. Weißt du, wo sie sind? Ich glaube, ich habe sie im Hinterhof gesehen. Ich werde sie finden, Jen. Wow, es ist so cool, all die kleinen Insekten anzuschauen. Ja, die Ameisen sind mein Favorit. Mein Favorit ist der Grashüpfer. Das erinnert mich an eine Geschichte. Und ich denke, das ist ein guter Moment, um sie euch zu erzählen. Die Ameisen pflücken die Felder. Hi ho, hi ho. Die Ameisen pflücken die Felder. Hi ho, hi ho. Die Ameisen pflücken die Felder. Die Grashüpfer schlagen Rat. Und sie spielen nur, während Ameisen arbeiten ganzen Tag. Pflanzen im Frühling. Hey ho, hey ho. Die Ameisen pflanzen im Frühling. Hey ho, hey ho. Die Ameisen pflanzen im Frühling. Die Grashüpfer tun nichts. Und sie spielen nur, während Ameisen arbeiten ganzen Tag. Die Ameisen graben in der Sonne. Hey ho, hey ho. Die Ameisen graben in der Sonne. Hey ho, hey ho. Die Ameisen graben in der Sonne. Die Grashüpfer tanzen zum Spaß. Und sie spielen nur, während Ameisen arbeiten ganzen Tag. Die Ameisen ernten im Herbst. Hey ho, hey ho. Die Ameisen ernten im Herbst. Hey ho, hey ho. Die Ameisen ernten im Herbst. Die Grashüpfer helfen gar nicht. Und sie spielen nur, während Ameisen arbeiten ganzen Tag. Wenn Winter ist, gehen Ameisen rein. Hey ho, hey ho. Wenn Winter ist, gehen Ameisen rein. Hey ho, hey ho. Wenn Winter ist, gehen Ameisen rein. Die Grashüpfer haben keinen Krümel. Sie haben nur gespielt, während Ameisen arbeitet den ganzen Tag.
Die Grashüpfer sind kalt und traurig. Oh nein, oh nein. Die Grashüpfer sind kalt und traurig. Oh nein, oh nein. Sie wünschten, sie hatten geholfen. Und jetzt, sie fühlen sich wirklich schlecht. Sie haben nur gespielt, während Ameisen arbeitet den ganzen Tag. Die Ameisen laden sie herein. Die Ameisen laden sie herein. Die Grashüpfer sagten lächelnd: Die werden nie wieder vor Arbeit drücken. Die Ameisen rufen Hurra! 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 Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Maus schlich durch den Wald und weckte einen schlafenden Löwen. Wütend packte er diese Maus. Sie hatte Angst und weinte. Sie sagte: Wenn du mich gehen lässt, helfe ich dir. Eines Tages wirst du sehen. Wenn du mich brauchst, werde ich da. Du wirst auf mich zählen. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Löwe sagte: Du kleines Ding, was kannst du für mich tun? Du hast mich hart zum Lachen gebracht, also werde ich dich befreien. Danke! Am nächsten Tag war Löwe auf der Jagd, doch auf dem Weg nach Hause. Er tappte in eine Falle, er war gefangen und allein. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Kleine Maus hörte Löwengebrüll und eilte zum Tatort. Sie nackte am Seil, befreite den Löwen und sagte: Jetzt sind wir ein Team! Löwe sagte: Es war falsch zu lachen, weil du klein bist. Wenn du nicht wärst, wäre ich gar nicht hier. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Für immer beste Freunde, der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Für immer beste Freunde, der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Es lebte einmal ein Kaiser und er war nur mal alter Mann. Er schaute in den Spiegel den ganzen Tag. Er war eitel, wie er sein konnte. Er war eitel, wie er sein konnte. Zwei Schneider kamen in die Stadt. Sie waren schlau und kühn. Sie wollten den dummen König tauschen für großen Sack voll Gold. Für großen Sack voll Gold. Lieber König, wir machen dir Zauberkleider, die schönsten, die es gibt. Mit Zauberstoff und Zauberkern, denn Narren können nicht sehen. Denn Narren können nicht sehen! Ich bin ein Narr, sagte der Kaiser. Wie viel muss ich zahlen? Ein Sack Gold, die Schneider sagte. Bitte machen Sie sie sofort. Bitte machen Sie sie sofort. Sie nahmen das Gold und taten so, als würden sie Kleider erstellen. Sie gaben vor zu schneiden, gaben vor zu weben und sie gaben vor zu nähen. Und sie gaben vor zu nähen. Ihre Kleidung ist fertig, Schneider sagte. Sehen Sie das hübsche Design?
Ich bin kein Narr, sagte der Kaiser. Die Kleidung sieht sehr gut aus. Die Kleidung sieht sehr gut aus. Guter König, du musst der ganzen Stadt die neuen Kleider zeigen. Oh ja, das werde ich, sagte der Kaiser. Wir machen eine königliche Parade. Wir machen eine königliche Parade. Der Herold blies die Trompete. Gutes Volk, höre mich an. Euer Kaiser ist im Kleider gehüllt, denn Narren können nicht sehen. Denn Narren können nicht sehen. Und so begann die große Parade, erhöht die Trompetenschmetterin. Und sieht den dummen Kaiser nur in seine Unterwäsche. Nur in seine Unterwäsche. Die Leute schauten, die Leute starrten. Einmal, zweimal, dreimal. Wir sind keine Narren, die Leute sagten. Diese Kleider sehen sehr schön aus. Diese Kleider sehen sehr schön aus. Das Volk applaudierte, als der Kaiser vorbeiging. Aber er hat keine Kleidung an. Ein kleines Kind hat geschrien. Ein kleines Kind hat geschrien. Die Leute schauten wieder und sahen, dass dies die Wahrheit war. Und alle fingen an zu zeigen, das Lachen wuchs und wuchs. Das Lachen wuchs und wuchs. Der Kaiser schaute hinunter und sah, er war nackt, wie er sein konnte. Und der arme König wusste auf einmal, was für ein Narr er war. Was für ein Narr er war. Oh, du liebe Zeit. Gute Nacht. Und Billy der Große. Die Ziegenherde. Billy der Große, der Ziegenherde. Sie aßen und aßen den ganzen Tag, bis kein Gras mehr da war. Sie aßen das Klee, dann war nichts mehr da. Sie waren Rasenmäher, die Ziegenherde. Sie waren Rasenmäher, die Ziegenherde. Hinter dem Fluss und hinter der Brücke, da war eine große Wiese. Leckeres Gras, so grün und saftig. Ihr Wunsch wurde erfüllt, das leckerste Gras. Ihr Wunsch wurde erfüllt, das leckerste Gras. Billy der Kleine, der ging zu dem Fluss und hüpfte über die Brücke. Klippidi, klappidi, hippidi, hoppidi. Dann kam ein Troll und der sagte: Stopp! Dann kam ein Troll und der sagte: Stopp! Wer bist du? Sagte der Troll. Ich bin Billy der Kleine, du Schroff. Bevor ich dünner werde, verschlinge ich dich zum Abendessen. Ist das Ende der Ziegenherde? Wird das Ende der Ziegenherde? Oh bitte, Mr. Troll, ich bin viel zu klein und du bist viel zu hungrig. Billy, die mittlere Ziege, kommt als nächstes. Und der ist viel größer und leckerer, als ich es bin. Na gut, dann verschwinde. Ich warte auf die mittlere Ziege. Billy der Mittlere ging zu dem Fluss und hüpfte über die Brücke. Klippidi, klappidi, hippidi, hoppidi. Dann kam der Troll und der sagte: Stopp! Dann kam der Troll und der sagte: Stopp! Wer bist du? Sagte der Troll. Billy der Mittlere, du Schroff. Bevor ich dünner werde, verschlinge ich dich zum Abendessen. Wird das Ende der Ziegenherde? Wird das Ende der Ziegenherde? Oh, bitte, Mr. Troll, ich bin nicht wirklich groß und du siehst sehr hungrig aus. Billy, die große Ziege, kommt als nächstes. Und der ist viel größer und leckerer, als ich es bin. Na schön, dann verschwinde. Dann warte ich auf Billy, die große Ziege. Billy, der Große, der ging zu dem Fluss und hüpfte über die Brücke. Klippidi, klappidi, hippidi, hoppidi. Dann kam der
der Troll und sagte: Stopp! Dann kam der Troll und sagte: Stopp! Wer bist du? Sagte der Troll. Ich bin Billy, die große Ziege. Bevor ich dünner werde, verschlinge ich dich zum Abendessen. Ist das das Ende der Ziegenherde? Ist das das Ende der Ziegenherde? Oh ja. Billy, der Große, der zeigte sein Horn und rannte Richtung Troll. Und über den Fluss und über die Brücke und über die Berge flog der Troll. Über die Berge flog der Troll. Gestorben sind, dann leben auf der Wiese Billy der Kleine und Billy der Mittlere und Billy der Große, die Ziegenherde und Billy der Große, der Ziegenherde. Geschichte von den drei kleinen Schweinen vor allzu langer Zeit. Drei kleine Schweine hatten drei kleine Häuser, alle in der Reihe, alle in der Reihe. Drei kleine Schweine hatten drei kleine Häuser vor allzu langer Zeit. Mein Haus ist aus Stroh, mein Haus ist aus Stöckern. Mama, was ist das für ein Wort? Das ist eine Schildkröte, Huggy. Was genau ist das? Die Schildkröte gehört zu den Reptilien. Und was ist das? Na, ein Hase oder ein Kaninchen. Und deshalb heißt auch die Geschichte so? Ja, das kann gut sein. Können wir die Geschichte mal lesen? Na klar. Eines Tages ärgerte der Hase seine Freundin, die Schildkröte.
und er war nicht wirklich sehr nett. Der flinke Hase konnte sehr, sehr schnell rennen. Doch die nette alte Schildkröte war sehr, sehr langsam. So langsam zu sein ist bestimmt ganz schlimm. Das muss wirklich schlimm sein. Und nach dem großen, großen Rennen war die Schildkröte sehr, sehr sauer. Komm, wir machen ein Rennen, sagte sie. Du bist zu langsam, du wirst verlieren. Werde ich nicht. Oh doch, wir werden sehen. Am Tag vom großen Rennen. Schienen steckte die Schildkröte fest am Tag vom großen Rennen. Der Hase lachte. Ha, 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 diese Schildkröte ist ganz schön langsam. Ich kann nicht verlieren, nein, nein, nein. Am Tag vom großen Rennen. Die arme alte Schildkröte bewegt sich langsam und ist schlapp. Sie war müde, doch sie blieb stark. Vom großen Rennen. Ich bin schon so weit entfernt. Ich glaub, ich mach ein Nickerchen, sagt sie. Im Karottenfeld legt er sich hin. Am Tag vom großen Rennen. Nur noch 5 Minuten und keine mehr. Und dann dauert es nicht lang. Der müde Hase beginnt zu schnarchen. Am Tag vom großen Rennen. Die Schildkröte kam entlang, pfeifte dann ein schönes Lied. Sie war langsam, doch sie war stark, am Tag vom großen Rennen. Ich geb nicht auf, nein, nein, nein. Ihr Selbstbewusstsein wuchs ganz schnell. Kommt schon, beide, lauft, 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 am Tag vom großen Rennen. Sogar auf dem großen Berg kletterte sie immer weiter. Und der Hase schlief tief und fest am Tag vom großen Rennen. Endlich überholte sie den Hasen, der ganz tief und fest schlief. Die Ziellinie, ich bin fast da am Tag vom großen Rennen. Und alle Tiere jubeln laut, als die Schildkröte zur Ziellinie geht. Der Hase wachte auf und sagt: Oh Mann! Tag vom großen Rennen. Der Hase fing jetzt an zu rennen. Oh nein, was hab ich gemacht? Hurra! Die langsame Schildkröte siegt am Tag vom großen Rennen. Die Moral von der Geschichte: egal ob du langsam oder schnell bist, harte Arbeit zahlt sich aus. Lebten einst 3 Grizzlybären in einem Haus im Wald. Papa Bär, Mama Bär, Baby Bär saßen da und aßen Brei. Viel zu heiß. Knurrte Papa Bär, kommen wir spazieren im Wald. Dann kam Goldlöckchen vorbei und fand das Haus im Wald. Klopf, 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 keine Antwort. Goldlöckchen ging in die Küche. Das riecht lecker. Sie nahm einen Löffel, obwohl sie es nicht durfte. Papa Bärs Brei, viel zu heiß. Mama Bärs Brei, viel zu kalt. Baby Bärs Brei, perfekt, perfekt, perfekt. Als Goldi satt war, war sie so faul und auch müde. Im Wohnzimmer hat sie spioniert, 3 Stühle mit verschiedenen Größen. Sie sahen sehr einladend aus und so probierte Goldi sie aus. Papa Bärs Stuhl viel zu hart. Mama Bärs Stuhl viel zu weit. Baby Bärs Stuhl perfekt, perfekt, perfekt. Als Goldlöckchen sich hinsaß,
brach der Stuhl zusammen. Goldlöckchen ging nach oben und fand drei tolle Betten zum Schlafen. Sie sahen sehr einladend aus, drum legte sie sich in Papas Bett. Papa Bärs Bett, viel zu hart. Mama Bärs Bett, viel zu weit. Baby Bärs Bett, perfekt, perfekt, perfekt. Goldlöckchen schlief schnell ein und drei Bären kamen heim. Als sie reinkamen, wussten sie genau, sie war nicht allein. Jemand hat meinen Brei gegessen. Jemand hat meinen Brei gegessen, sagte Mama. Jemand hat meinen Brei gegessen, weint das Baby. Sie haben alles gegessen, alles gegessen. Sie gingen ins Wohnzimmer. Was glaubst du, haben sie entdeckt? Jemand saß in meinem Stuhl, knurrte Papa. Jemand saß auf meinem Stuhl, sagte Mama. Jemand saß auf meinem Stuhl, weint das Baby. Und sie macht uns kaputt, sie macht uns kaputt. Oben im Schlafzimmer, was glaubst du, haben sie gesehen? Jemand hat in meinem Bett geschlafen. Papa. Jemand hat in meinem Bett geschlafen, sagte Mama. Jemand hat in meinem Bett geschlafen, weint das Baby. Und da ist sie, da ist sie. Goldlöckchen wurde wach und sah, drei Bären schauten sie an. Sie schrie, Hilfe! Und sprang aus dem Bett und rannte weg vor Schreck. Die Treppen runter durch die Tür, Glöckchen war für immer weg. Unsere Bären, sie kratzen sich am Kopf, reparierten die Stühle und machten ihr Bett und setzten sich und aßen ihren Brei. Und das ist die Geschichte der drei Bären. Yeah! Alice im Wunderland, so lustige Geschichte zum Spielen. Alice im Wunderland, lass uns ein Abenteuer erleben. Alice war ein Mädchen, das gerne träumte. Sie saß und las ihr Buch an einem Flusslauf. Da sah sie ein Kaninchen, weiß und flink. Sie lachte bei dem Anblick und rannte ihm nach. Ich bin spät, zu einem sehr wichtigen Treffen. Ich muss wirklich gehen in dieses Kaninchenloch. Durch den Kaninchenbau fiel Alice auf den Boden in ein Zimmer voller Türen. Auf einem Tisch fand sie einen Schlüssel, schloss eine kleine Tür auf und warf einen Blick darauf. Oje, so schön, da drinnen ist ein Garten, aber ich bin zu groß, um hineinzupassen. Alice fand eine Flasche mit Aufschrift Trink mich. Also nahm sie einen Schluck und wurde winzig. Sie schrumpfte auf Größe und passte durch die Tür. Jetzt konnte sie Abenteuer finden in Höhle und Fülle. Da ist eine Raupe auf diesem großen Pilz. Ich frage mich, ob er nett ist oder ob er unhöflich ist. Hallo, kleine Alice, endlich bist du da. Ich bin eine weiße Raupe, lass uns mal reden. Du bist ziemlich hübsch und sehr klug. Aber halt dich fern von den Königen der Herzen. Weg von den Königen, das kann ich tun. Hey, schau, da ist eine große lächelnde Katze. Hallo, kleine Alice, wie geht es dir? Ich muss dir etwas sagen. Alle hier sind ganz verrückt. Das gilt auch für dich. Aber sei nicht traurig. Ich glaube wirklich nicht, dass ich bin verrückt. Wer ist da drüben mit dem großen hohen Hut? Ich bin der verrückte Hutmacher. Möchtest du Tee? Wir haben alle Spaß. Kannst du nicht sehen? Ich liebe es zu scherzen. Ich lache so gern. Ich tanze meinen verrückten Hutmacher-Tanz. Oje, oje, was für ein seltsamer Kerl. Ich glaube, ich bleibe nicht.
Ich glaube, ich gehe weg. Alice fand sich in einem grünen Park und dort sah sie die verrückte Königin. Ich bin die Königin der Herzen und ich möchte spielen ein verrücktes Spiel von Croquet. Oh nein, ich möchte gerne gehen. Die Königin ist böse, ich muss hier weg. Alice schloss ihre kleinen Augen. Als sie sie öffnete, war sie am Flussufer. Sie schüttelte den Kopf, schaute auf den Fluss. Ich hatte gerade den seltsamsten Traum. War das alles nur ein Traum? Alice, im Wunderland, so lustige Geschichte zum Spielen. Alice, im Wunderland, lass uns ein Abenteuer erleben. Okay, Zwillinge, es ist Geschichtenzeit. Wie wär's mit der Geschichte von Goldlöckchen und den drei Bären? Tief drin im Wald lebten drei Bären, Brei als ihre Lieblingsspeise galt. Sie aßen es zum Frühstück und auch jede Nacht. Papas war heiß, Mamas war kalt, Babys Brei war perfekt. Ich bin Papa Bär, ganz groß gebaut. Ich bin Mama Bär, ich brülle ganz laut. Ich bin Baby Bär, meinen Stuhl habe ich so gern. Und wir sind die drei Bären. Die drei Bären beschlossen, Honig für ihren Haferbrei zu sammeln und gingen dafür in den Wald. Dort am Waldesrand lebt ein Mädchen klein, mit goldenem Haar und Locken ganz fein. Goldlöckchen wurde sie genannt, sie marschierte los. Ich marschiere los. Ab ins Waldesland. Oh, schau, ich fand ein kleines Haus. Ich klopf und klopf an der Tür. Keiner ist zu Hause, das ist okay, so wie ich das versteh. Goldlöckchen hatte so eine kleine Ahnung, dass sie gerade das Haus der drei Bären betreten hatte. Wow, sieh mal da, ein gedeckter Tisch mit guten Sachen, alle ganz frisch. Eine große Schüssel voll mit Brei, nur für mich. Hey, da ist eine. Nein, warte, gar zwei. Was sehe ich? Es sind sogar drei. Papa Bärs Brei war viel zu heiß. Mama Bärs Brei war viel zu kalt. Baby Bärs Brei war perfekt. Nachdem Goldlöckchen den Brei aufgegessen hatte, war sie so voll gegessen, dass sie sich kurz ausruhen wollte. Papa Bärs Stuhl war viel zu hart. Mama Bärs Stuhl war viel zu weich. Baby Bärs Stuhl war der letzte der drei. Mal sehen. Bei dem kann's gehen. Diese eine ist perfekt. Aber Goldlöckchen war viel zu schwer für Baby Bärs Stuhl. Und so zerbrach er. Ups! Sie fühlte sich richtig schläfrig und beschließt, ins Obergeschoss zu gehen, um dort ein kleines Nickerchen zu machen. Papa Bärs Bett war viel zu hart. Mama Bärs Bett war viel zu weich. Baby Bärs Bett war das letzte der drei. Mal sehen. Bei dem kann's gehen. Dieses eine ist perfekt. Als Goldlöckchen eingeschlafen war, kamen die drei Bären zurück nach Hause und bemerkten, dass sie nicht alleine waren. Jemand aß
Papa Bärs Brei. Jemand aß Mama Bärs Brei. Jemand aß Baby Bärs Brei. Mal sehen. Sieh nur her. Meinen aß jemand komplett leer. Jemand saß in Papa Bärs Stuhl. Jemand saß in Mama Bärs Stuhl. Jemand saß in Baby Bärs Stuhl. Und er ist kaputt. Die Bären waren nicht sehr glücklich über das, was sie sahen. Sie gingen die Treppe hinauf und fanden den Eindringling. Jemand schlief in Papa Bärs Bett. Jemand schlief in Mama Bärs Bett. Jemand schlief in Baby Bärs Bett. Mal sehen. Oh, sieh nur her. Da ist noch wer. Wer bist du? Ich bin Goldlöckchen. Und wer seid ihr? Wir sind die drei Bären. Du verspeist in meinem Brei. Du zerbrachst meinen Stuhl. Du schläfst in meinem Bett. Das finde ich gar nicht cool. Ups, sorry. Goldlöckchen merkte, dass sie nicht länger als Gast erwünscht war. Und die drei Bären scheuchten sie aus dem Haus. Sie lief schnurstracks nach Hause zurück und hat ihre Lektion gelernt. Welch ein Glück! Mit Lachen war wieder befülltes Bärens Haus und nun ist die Geschichte aus. Das Ende. Kennt ihr die Geschichte von Rotkäppchen? Ja, natürlich. Und sie ist meine Lieblingsgeschichte. Vor langer Zeit im tiefen Wald lebte ein Mädchen, Rotkäppchen genannt. Ihre Oma lag krank im Bett. Sie bringt ihr gutes Brot, das ist doch nett. Los geht's, Abenteuerzeit. Ich bleib am Weg, es ist nicht mehr weit. Plötzlich ein großer Wolf erscheint, mit scharfen Zähnen, und er meint: Hallo, mein Kind, wie geht es dir? Wohin des Weges verrätst du's mir? Ich besuche meine Oma in ihrem Haus. Ich geh allein, das macht mir nichts aus. Aber der Wolf hatte einen Plan und lief los zu Omas Haus auf der anderen Seite des Waldes. Wolfi erschien bei Omas Haus, schlich durch die Tür leise wie eine Maus. Oma sah den Wolf und schrie laut los, versteckte sich im Schrank, dass sie niemand mehr fand. Ich warte hier ganz allein, bis Rotkäppchen kommt zur Tür herein. Omas Kleider zog an der Bösewicht, ihr schönes Nachthemd und die Brille ins Gesicht. Was für ein schlauer Wolf ich bin, hinterlistig und nicht nett, spiel ich die falsche Oma, krank im Bett. Ich hoffe, Rotkäppchen kommt schnell zu mir, um mich zu retten vor diesem Tier. Und dann kam Rotkäppchen am Haus ihrer Oma an. Sie öffnete die Tür und ging direkt zu Omas Bett. Oma, ich bin hier, groß ist deine Not. Du bist ganz krank, ich bring dir frisches Brot. Oh, danke, mein Schatz, ich fühle mich gar nicht wohl. Komm etwas näher und sieh selbst. Oma, du bist gar nicht fit. Ich werd dir helfen, welch ein Glück. Schön, dich zu sehen, mein liebes Kind. Komm rauf aufs Bett, umarm mich geschwind. Wie groß deine Augen sind. Damit seh ich dich gut. Wie groß deine Ohren damit sind. Damit hör ich dich gut. Wie groß deine Zähne sind. Damit fress ich dich. Armes Rotkäppchen. Glücklicherweise kam ein Holzfäller am Haus vorbei und hörte ihre Schreie. Er stürmte zur Tür herein. Was geht hier vor?
Bist du okay? Ich hörte dich schreien, ganz laut, au weh. Hey, böser Wolf, verschwinde hier. Komm nie mehr zurück, du wildes Tier. Danke, danke, netter Herr. Ich hoffe, der Wolf kommt nie, nie mehr. Wo ist Oma? Wo kann sie sein? Sah der Wolf sie, als er kam herein? Hier bin ich, mein liebes Kind, es geht mir gut. Ich versteckte mich vom Wolf, ich war auf der Hut. Zum Glück, liebe Oma, du bist nicht tot. Und sieh, mein Herr, unser Retter in der Not. Nun geht die Geschichte schon dem Ende zu. Und wir lernten wieder was dazu. Sprich nicht mit Fremden im Wald allein. Du musst immer nett wie Rotkäppchen sein. Leute, seht euch mein neues Spielzeug an! Ein Troll! Genau wie der gemeine alte Troll in der Geschichte von drei Ziegenböcke! Oh ja, das ist meine Lieblingsgeschichte! Es waren einmal drei Ziegenböcke, einer war sehr klein. Einer war in der Mitte, einer groß und stark. Das waren Ziegenböcke namens Guff. Sie liefen über eine Brücke, um auf die andere Seite zu kommen. Als ganz unerwartet eine Trolle schien und überraschte die kleine Ziege. Hey kleine Ziege, bleib hier stehen, du kommst diese Brücke nicht über. Ich krieg dich noch und verschlänger dich, und so ist es nun einmal. Nein, bitte Troll, friss mich nicht, ich bin nur klein und winzig. Wenn du einen fressen willst, warte ein bisschen, mein Bruder ist viel größer, ich muss zugeben. Okay, du kannst gehen. Die nächste Ziege ging über die Brücke, um auf die andere Seite zu kommen. Als ganz unerwartet ein Troll erschien und überraschte die mittlere Ziege. Hey du Ziege, bleib hier stehen, du wurmst diese Brücke nicht über. Ich krieg dich noch und verschlinge dich, und so ist es nun einmal. Bitte Troll, friss mich nicht, ich bin nur mittelgroß. Wenn du einen fressen willst, warte ein bisschen. Mein Bruder ist viel größer, er ist ein Preis. Okay, du kannst gehen. Große Ziegenbock überquerte die Brücke, um auf die andere Seite zu kommen. Als ganz unerwartet eine Trolle schien und überraschte den großen Ziegenbock. Hey, große Ziege, bleib hier stehen, du kommst diese Brücke nicht rüber. Ich krieg dich noch und verschlinge dich, und so ist es nun einmal. Versuch es einfach, böser Troll. Ich habe zwei große Speere. Ich werfe dich von dieser Brücke und du wirst weinen, große Trolltränen. Also kam der Troll, um gegen die Ziege zu kämpfen, doch zu seiner Überraschung warf Ziegenbock, ruf ihn von der Brücke und der Troll begann zu weinen. Das ist das Ende der Ziegenbock-Geschichte. Sie schafften es auf die andere Seite.
Jetzt essen sie alles, was sie sehen, werden immer fetter und größer. Geschichtenzeit, kleine Zwillinge? Ja! Wie wär's mit Jack und der Bohnenranke? Perfekt! Jack lebte auf ner kleinen Farm. Er schuftete hart und war doch arm. Seine Mutter fand heraus, es war kein Samen mehr im Haus. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wir brauchen Zauberbohnen bekommst du von mir. Zauberbohnen, was können die? Du pflanzt sie ein und sie werden riesengroß. Pflanz sie in die Erde und über Nacht wachsen sie bis zum Himmel rauf. Jack verkaufte dem Mann die Kuh. Er nahm die Bohnen und lief ihm. Was war denn das? Eine Riesenranke stand dort im Gras. Zum Himmel reichte sie vom Boden aus. Da klettere ich sofort hinauf. Er kletterte und kletterte, bis er ganz oben war. Durch die Wolken, wo er eine Türe sah. Sieh dir das Riesenschloss mal an. Ich frag mich, wer da drin wohnen kann. Weit auf die Tür, eine Riesenfrau stand hinter ihr. Sie sah Jack an und bat ihn rein. Mein Essensgast sollst du heute sein. Sie machte Frühstück für Klein Jack, doch an der Tür war lauter Krach zu hören. Wie fei, fo, fisch, ne kleinen Jungen rieche ich. Lief Jack davon, mit ner Handvoll Münzen ist er geflohen. Die Ranke runter kletterte er schnell, brachte die Münzen der Mama. Am nächsten Tag kam Jack zurück sofort, er fand ein goldenes Ei im Schloss weit fort. Fei, weh, fu, fisch, nen kleinen Jungen rieche ich. Nem goldenen Ei ist er geflohen. Die Ranke runter kletterte er schnell, brachte das Ei der Mama. Am nächsten Tag kam Jack zurück sofort, er fand ne goldene Harfe im Schloss weit fort. Fei, fie, fu, fisch, nen kleinen Jungen rieche ich. Der Riese, ja, der folgte ihm schon. Er kletterte ganz schnell zurück zur Erd und hackte die Ranke gleich in zwei. Ohne Sorgen und auch ganz reich war Jack und Mamas Leben sogleich. Sie lebten glücklich und wohlauf ihr ganzes Leben lang. Jack und die Bohnenranke, yeah, yeah, yeah. Das ist das Ende! Yay!
Hey, schau, eine grausliche Spinne. Ah, wo? Hey, hör auf zu lügen, Mark. Hast du noch nie die Geschichte gehört vom Jungen, der immer gelogen hatte? Nein, erzähl sie mir. Der Junge, der immer lügt. Der Junge, der immer lügt. Ein Junge, der bei den Schafen wacht, sah sie bei Tag und auch bei Nacht. Er schmiedete einen Plan so ganz allein. Da muss doch irgendwo Action sein. Hey, ihr alle, hört mal her. Hier lebt ein böser Wolf, sagte er. Der Junge, der immer lügt. Da war kein Wolf, der Junge machte Spaß, doch alle Dorfbewohner liefen davon. Wir kommen zur Hilfe, wo ist das Tier? Rettet den Jungen und die Schafe hier. Amüsiert schrie der Junge laut. Ha, 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 ihr habt meine Lüge geglaubt. Der Junge, der immer lügt. Am nächsten Tag er hütete erneut. Ist das langweilig, darauf hab ich mich nicht gefreut. Er schmiedete wieder einen Plan. Ich leg das ganze Dorf jetzt lahm. Hey, ihr alle, hört mal her. Hier lebt ein böser Wolf, sagte er. Der Junge, der immer lügt. Auch dieses Mal nirgends ein Wolf im Bild, doch die Dorfbewohner waren angsterfüllt. Wir kommen zur Hilfe, wo ist das Tier? Rettet den Jungen und die Schafe hier. Amüsiert schrie der Junge laut. Ihr habt wieder meine Lüge geglaubt. Der Junge, der immer lügt. Am nächsten Tag, der Junge tief im Schlaf, kam ein echter Wolf und jagte jedes Schaf. Er wachte auf mit erstauntem Gesicht, da war ein echter Wolf, er traute seinen Augen nicht. Hey, ihr alle, helft mir doch, ein großer Wolf jagt meinen Schafen nach. Der Junge, der immer lügt. Die Dorfbewohner hörten ihn schreien, doch dieses Mal fielen sie nicht hinein. Das ist der Junge, der immer lügt. Wir glauben ihm nicht, der Schein, der trügt. Niemand erhörte sein Begehr. Da ist ein echter Wolf, ganz sicher, ich schwör. Der Junge, der immer lügt. Und die Moral von der Geschichte: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Sie glauben nicht, wenn du was sagst. Du bekommst keine Hilfe, wenn du danach fragst. Es tut mir leid, ich schäme mich. Die ganzen Lügen, nein, das wollte ich nicht. Der Junge, der immer lügt. Der Junge, der immer lügt. Leute, dieses Mal ist da eine richtige Spinne. Schön, dass du diesmal die Wahrheit gesagt hast, Mark. Ja, keine Lügen mehr. Wow, was für ein großer Löwe! Und sieh mal da, die kleine Maus. Ich frag mich, ob die beiden Freunde sind. Lasst uns den Zwillingen die Geschichte vom Löwen und der Maus erzählen. Oh, ja, los geht's! Der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus. Yeah! Der Löwe und die Maus. Eines Tages, der kleine Maus läuft im Wald umher. Da trifft sie dann einen alten Löwen. Was machst du in meiner Gegend, bitte sehr? Der Löwe schnappt die kleine Maus, hält sie ganz hoch.
Bitte, Löwe, lass mich gehen. Dich gehen? Das fehlt mir gerade noch. Wenn du mich jetzt lässt gehen, ich helfe dir eines Tages, du wirst sehen. Der Löwe lachte laut. Du denkst, du kannst mir helfen? Du bist nur eine klitzekleine dumme Maus. Okay, dann lauf davon. Wow, du bist aber mutig. Oh ja. Am nächsten Tag passierte dann ein kleines Missgeschick. Er verhing sich in einem Netz. In der Falle saß der Löwe dann. Hilfe, zu Hilfe, kann mich denn niemand hören? Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Die Maus vernahm des Löwens Schrei und hatte sofort einen Plan. Mit ihren Freunden lief sie los zum Löwen, zieht ganz fest und zernagt das Netz. Wow, du bist ganz klein, doch befreitest du mich. Ich nehme dich jetzt sehr ernst, das schwöre ich. Ach, schon gut, kein Problem. Lass uns Freunde sein, das wird nie vergehen. Der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus. Yeah! Der Löwe und die Maus. Und von diesem Tag an waren sie die besten Freunde. Großer Bruder, kannst du eine Geschichte vorlesen, bitte? Klar, kleiner Bruder. Ist das die Geschichte der drei kleinen Schweinchen? Ich liebe diese Geschichte. Ich auch. Okay, setzt euch hin. Glaubst du denn wirklich so dumm werd ich sein?
kleines Haus in zwei. Ach. Das Ziegelhaus war so stabil, dass es nicht auseinanderfiel. Keine Sorge, liebe Freunde, wir sind beschützt. Durch den Schornstein kommt der Wolf, aber die Schweinchen machten Feuer. Oh weh. Los, fort mit dir, du böser alter Wolf.